Wie heißt du? Dran gedacht. Wie sieht ein perfekter Allgäuer Kartoffelsalat mit kölschem Bier aus? So? Jetzt aber, Titten oder Arsch. Weiter. Machst du auch mal Pack-Opening? 3, 2. Kannst du mich grüßen? Hallo. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Ein Jahr und fast 3 Monate. Okay, Spaß beiseite. Jetzt geht's richtig los. Hallo Freunde, schön, dass ihr dann gedacht habt, einzuschalten und herzlich willkommen zurück hier auf eurem Kanal für High Quality Gameplay zu einem weiteren Video. Ich wollte gerade Röntgen Paladin sagen, aber es ist nicht. Es ist ein Q&A, nämlich das 1000 Abonnenten Special. Ich habe ja gesagt, ihr könnt mir unter dem Hashtag FragHPI in den Kommentaren wunderschöne Fragen stellen für dieses Q&A. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich für fast 1200 Abonnenten mittlerweile schon bedanken. Ist auf jeden Fall ziemlich krass. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mit dem Q&A an. Ich habe Hashtag FragHPI einfach mal in der Kommentarsektion eingegeben und was man da so direkt auffällt, ist diese Frage. Und ja, diese Frage ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Ich lerne Französisch. Oh, und wenn ihr Französisch, beziehungsweise wenn ihr eine Sprache lernen wollt, dann ist ein sehr effektiver Weg, die zu lernen, indem ihr einfach irgendwelche Dinge auf dieser Sprache macht. Und ich kann ja nicht jetzt irgendwie zu einem Bäcker gehen und auf Französisch Brötchen bestellen oder so. Und deshalb habe ich einfach mal mein Game auf Französisch gestellt, was halt ganz effektiv ist, wenn ihr zum Beispiel euer Handy auf Englisch stellt, wenn ihr Englisch lernen wollt oder so. Weil ihr seht einfach irgendwelche Wörter immer wieder und unterbewusst merkt ihr euch die einfach. Also es kann auch sein, dass dann jemand euch fragt, wie heißt eigentlich das und das und ihr wisst das gar nicht. Aber wenn ihr dieses Wort dann seht, dann wisst ihr sofort, was das bedeutet, weil ihr habt das einfach im Hinterbewusstsein quasi, im Unterbewusstsein. Ja, das ist der Grund. Ja gut, und ich habe jetzt hier einfach mal runtergescrollt und ich würde sagen, wir lesen einfach mal die Fragen und gucken und beantworten die mal so ein bisschen hier, ne? Ist Paladins dein Lieblingsspiel? Meinst schon. Ich bin mir gar nicht sicher, ob Paladins mein Lieblingsspiel ist. Ich habe über die Zeit relativ viele, also nein, ich habe nicht wirklich, ich weiß nicht, ob Paladins mein Lieblingsgame ist. Ich habe früher mal Splatoon richtig gerne gespielt. Das war auf jeden Fall mega nice auf der Wii U. Lego City Undercover hat auch einen besonderen Platz in meinem Herzen. The Legend of Zelda Breath of the Wild ist auch ein mega geiles Game, muss ich sagen. Das waren jetzt Wii U Games. Ich habe auch richtig viel Spaß in PUBG gehabt. Mit Paladins mache ich eben YouTube-Videos. Und insofern habe ich auch mit dem Game sehr, sehr viel Spaß. Aber ein richtiges Lieblingsspiel habe ich jetzt so eigentlich nicht. Nächste Frage, wie bist du auf das Spiel Paladins gekommen und was für Spiele spielst du sonst noch so? Also, wie gesagt, was für Spiele sonst noch so? Ich habe eine Wii U und da habe ich früher Splatoon, Lego City Undercover, Mario Kart, The Legend of Zelda Breath of the Wild gespielt. Auf dem PC habe ich früher noch League of Legends gespielt, PUBG, ich habe noch Fortnite, ich spiele noch Star Wars Battlefront 2, ich habe noch Garden Warfare 2, was ich aber nicht aktiv spiele. Und ja, so richtig aktiv spiele ich eigentlich nur Paladins und selbst da bin ich nicht wirklich aktiv. Aber wie bin ich auf das Game gekommen? Ja, also ich habe ja meinen YouTube-Kanal gestartet mit League of Legends, aber in der Zeit hat mir League of Legends schon angefangen, gar keinen Spaß mehr zu machen. Und dann dachte ich, okay, ich brauche irgendein anderes Game. Ich weiß aber kein Game, suche ich mir erstmal ein Game, was ich vorübergehend machen kann, bevor ich ein Game gefunden habe. Und ich sage gerade sehr oft Game, weil dann habe ich gedacht, oh, da war doch dieses eine Game, das war doch kostenlos. Wie hieß das nochmal? Ich glaube, das hieß irgendwie Paladins oder so. Ich habe auf Steam geguckt, ich habe es mir gedownloadet und ich dachte, das nehme ich vorübergehend. Aber dann hat es mir plötzlich so viel Spaß gemacht, dass ich einfach den ganzen Tag habe Paladins gezockt und dann habe ich ein Video gemacht und 2 Videos und plötzlich über 100 Videos und ja, so ist die Geschichte. Okay, schaust du Animes? Wenn ja, welche? Ich schaue momentan gar keine Animes. Oder heißt das nicht Anime? Ich glaube, der Plural von Anime ist auch Anime. Ich habe aber früher mal Hunter x Hunter durchgeguckt. Ich habe Code Geass durchgeguckt. Ich habe Kuroko no Basket fast durchgeguckt. Ich habe Manga gelesen, nämlich Death Note und Noragami. Und ja, das war's auch schon. Und ich gucke gar nichts mehr. Welche Klasse zockst du in Paladins am liebsten? Nee, am liebsten in Paladins. Ah, ist ja egal. Im Ranked fühle ich mich als Tank am sichersten. Am meisten Spaß, finde ich, macht Flank. Aber Damage ist auch cool. Und manchmal heile ich auch gern. Aber ich würde sagen, tatsächlich Damage, weil da die meisten Champions sind, die ich cool finde. Aber die Klasse an sich finde ich eigentlich Flanker viel cooler, was man als Rolle da so zu tun hat. Was ist deiner Meinung nach am besten? Moji, Sinn, Koga, Koga. Kann man auf Facecam hoffen? Oder wirst du dich mal zeigen? Oder sowas? Habe ich auch mehrmals gelesen. Eher nicht. Ich habe nicht vor, eine Facecam zu machen. I'm really sorry. Und das ist eine sehr
eine sehr interessante Frage. Was heißt HPI? Und dazu haben wir passend noch eine Frage. Warum Drangedacht HPI? Das kann man sich doch so schlecht merken, hieß die, glaube ich. Erstmal, mein Name ist Drangedacht. Und nicht Drangedacht unterstrich HPI. Was heißt HPI? Also, als ich meinen Kanal gegründet habe, konnte ich mich nicht genau entscheiden. Ich wusste nicht genau, wie soll ich mich nennen. Drangedacht oder ein anderer Name, den ich nämlich früher schon sehr, sehr lange als Gamertag hatte. Und dieser war HPI. HPI HD. So heiße ich sogar auch noch auf Origin. Und HPI HD fand ich halt auch mega cool, aber ich dachte dann, das ist halt so zu kompliziert. Drangedacht ist ein deutsches Wort und das kann man besser verstehen und sich merken. Und ich habe mich dann aber dazu entschieden, dieses HPI, genau, als HPI eben in Ehre zu halten und in meinem YouTube-Namen zu verewigen, als quasi so Tag hinten dran. Ich finde, Drangedacht kann man sich eigentlich ganz gut merken, weil es eben ein deutsches Wort ist, was man so auch manchmal sagt. So. Also Drangedacht ist ja nicht mal ein Wort, glaube ich, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht. Aber ich glaube, das kann man sich ganz gut merken. Nur dieses Unterstrich HPI kann man sich nicht gut so merken. Aber das muss man sich auch gar nicht, denn wenn man Drangedacht eingibt, dann kommt schon mein YouTube-Channel. Das heißt, man muss sich eh nur Drangedacht merken. Also alles gut. Wie sieht die Zukunft deines Kanals aus? Ich hoffe, super. Was motiviert dich, Videos zu machen? Das ist auch eine krasse Frage. Es ist natürlich zum einen das Feedback von euch, wenn ich sehe, wie viele Leute hier schon allein Hashtag FragHPI geschrieben haben. Das ist extrem krass. So habe ich natürlich auch immer wieder Bock, weitere Videos zu produzieren. Was man ganz ehrlich einfach mal sagen muss, natürlich auch, wenn man in die Analytics schaut und sieht, yo, es geht ab, dann ist man auch motiviert. Also auch die Zahlen motivieren einen. Das ist einfach so, weil ich meine, ein Mensch enjoyt, wenn er Erfolg hat. Und ich meine, warum soll man das nicht cool finden, wenn man Abonnenten dazu bekommt und sieht, die Zahlen sind alle grün. Und das motiviert einen natürlich auch. Aber natürlich auch eure ganzen Kommentare und so. Ich habe sowieso Spaß an den Videos. Und ja, das alles zusammen macht so die Mischung. Willst du mal mit gegen Abonnenten spielen? Ich hatte das eigentlich immer vor, aber ich mache das viel zu wenig. Und ich habe noch nie mit irgendjemand auf dem Discord richtig zusammengespielt. Ich wollte ja eigentlich immer die Leute in die Party einladen, wenn ich aufnehme, aber das vergesse ich auch richtig oft immer zu machen. Und dann schreiben mich manchmal Leute an, aber dann bin ich gerade in der Aufnahme und danach habe ich keine Zeit, weil ich dann das Video schneiden muss und ich habe sowieso sehr wenig Zeit und das ist immer richtig doof. Ich werde versuchen, das in Zukunft mehr zu machen, aber ich kann mir vorstellen, dass ich es einfach nicht hinkriege und ich muss noch diese ganzen Friend-Ads annehmen und ja, ich komme nicht hinterher, aber eigentlich schon. Lieblingschamp und größter Hasschamp. Größter Hasschamp definitiv Moji. Moji ist einfach scheiße. Ja, das reicht eigentlich als Erklärung. Lieblingschamp, das ist sehr schwierig, weil das switcht immer. Aber wenn ich sagen müsste, ja, bei dem Champion, da habe ich manchmal mit dem Gameplay einfach am meisten Spaß und der ist am coolsten, irgendwie fühlt sich der an, würde ich sagen Koga tatsächlich, weil man kann so mit ihm hin und her und dann und dann wieder hin und her und das ist einfach mega spaßig, deshalb würde ich sagen Koga. Wie lange spielst du Paladins? Ich spiele Paladins actually ein bisschen länger, als seit ich meinen YouTube-Kanal habe. Also auch so ungefähr ein bisschen mehr als ein Jahr. Und anders gesagt, ich kann mal kurz nachgucken, wie viel Spielstunden ich im Paladins habe. Es sind tatsächlich 284, also bald 300 Spielstunden in Paladins. Auf ein Jahr ist das actually gar nicht so viel. Feierst du Silvester und wenn ja, gibst du auch Geld für verschiedene Knallerartikel aus? Hashtag Pyro. Ich gebe 0 Cent, 0 Euro für irgendwie sowas aus, weil ich finde, die sind viel zu teuer. Und es ist auch gut, dass die teuer sind, weil die brauchen gute Qualität, sonst ist es zu gefährlich. Aber ich finde das einfach unnötig, für sowas Geld auszugeben. Ich feiere das nie wirklich. Ich sitze halt so rum mit der Fam. Ihr wisst Bescheid und ich gucke meistens raus den Raketen zu und so, aber ich mache nie selber was. Kein Hashtag Pyro für mich. Wie findest du den sogenannten Arinos? Ja, der ist schon ziemlich scheiße, ne? Kappa. Wohnung oder Haus? Haus, Leute. Was machst du sonst noch in deiner Zeit, frei? Genau. Was machst du sonst noch in deiner Freizeit? Ich mache noch Sport. Was sagst du zum Fortnite-Hype? Also, der geht mir mittlerweile eigentlich, wie man so schön sagt, am Arsch vorbei. So merke ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel von. Oh, was ist das Schönste, Coolste, was dir in deiner YouTube-Karriere passiert ist? Es ist eigentlich immer einfach generell cool, Videos zu machen und so. Aber es war einfach mega cool, als ich so gesehen habe, dass es so Fanarts und so gab in Bernies Special. Das war eine krasse Sache. Wissen deine Freunde, Familie von deinem Channel? Und wenn ja, was halten sie davon? Ich habe actually keinem einzigen Freund erzählt, dass ich diesen YouTube-Kanal habe. Niemand weiß das. Außer halt meine engste Familie. Also ihr wisst wahrscheinlich was. Also ich meine halt keine jetzt irgendwie Onkel oder so, weiß das auch nicht. Aber halt so die direkte Familie, die weiß das und ist halt so, ne? Also die halten jetzt nicht unbedingt so viel davon. Ist halt, also die finden das nicht schlecht, die finden das ziemlich cool eigentlich. Aber ich meine jetzt
nichts Besonderes, wenn du weißt, wer es meint. Was für eine Abonnentenzahl ist dein Ziel für das Jahr 2019? Da habe ich mir noch nichts gesetzt. Was würdest du eher spielen, RealmRoy oder Paladins Battlegrounds? Was es ja eigentlich nicht mehr gibt, aber Antwort wäre trotzdem nice. Also ich finde, Paladins Battlegrounds, so wie es war, war noch nicht so mega geil. Ehrlich gesagt finde ich aber Realm Royal auch nicht so mega geil. Also ich würde actually keins von beiden spielen. Aber eher Realm Royal. Da soll ja auch eine große Änderung kommen. Mal gucken, was passiert. Wann könntest du dir vorstellen, ein Fantreffen zu machen? Dafür müsste ich mich erstmal gezeigt haben. Und wie gesagt, das habe ich in nächster Zeit eigentlich nicht vor. Und ein eigenes Postfach kann ich mir ehrlich gesagt auch gar nicht vorstellen. Ich habe darüber noch nie nachgedacht eigentlich. Falls man irgendwie so Fanart oder so für mich machen will, dann kann man das ja auch auf den Discord theoretisch schicken, oder? Mit einem Foto oder so. Also ich habe das halt momentan noch nicht vor. Es tut mir leid. Oh, welchen YouTuber feierst du zurzeit am meisten? Das ist immer richtig schwer, weil ich habe nie so wirklich den YouTuber gucke ich am meisten und so. Also doch, das habe ich manchmal eine Zeit lang. Aber ich finde es generell so, wenn man YouTuber richtig viel guckt, dann hat man irgendwie so keinen Bock mehr auf die irgendwann. Ist bei mir so. Deshalb gucke ich immer dann und dann den und dann und dann den. Und momentan habe ich gerade wieder den Kanal John Kim, also ihr kennt den bestimmt, dieser Freund von Julian Bam, wieder entdeckt, weil der macht gerade so eine coole Vlog-Serie und die finde ich mega nice. Und den gucke ich momentan jeden Tag. Wirst du während der Road to 2,2K oder 2K, ich weiß es nicht, häufiger auf dem Discord online sein? Es ist so, dass ich in Discord mal eingestellt hatte, dass man nicht sieht, wenn ich online bin. Das heißt, ich bin eigentlich die ganze Zeit online und ich lese die ganze Zeit alles, aber ihr seht nie, dass ich online bin. Also actually für euch war ich noch nie online quasi, aber ich war die ganze Zeit online. Also ihr wisst Bescheid jetzt. Hast du gebottet oder wie hast du so schnell deine Abos bekommen? Ich habe mir einfach ganz viele Fake-Accounts gemacht und dann ging das ganz easy peasy. Oh, ist es dein Ziel, mit YouTube Geld zu verdienen? Nein. Wie capturest du Paladins mit Shadowplay? Und ich kann Shadowplay eigentlich nicht empfehlen, aber es ist okay. Und OBS funktioniert bei mir leider nicht. Und würdest du auch mit kleineren Paladins-YouTubern außer Flatox was machen? Why not? Prinzipiell, natürlich. Leider habe ich nur immer übel wenig Zeit. Und es ist halt so, dass ich mich nicht so wirklich viel nach anderen Leuten richten kann. Deshalb ist das immer schwer, so auch was auszumachen und so. Und mit Flatox, der ist halt schon am Start so. Und da geht das immer meistens am einfachsten, weil, keine Ahnung, mit dem ist halt irgendwie so am einfachsten, weil der halt schon am Start ist. Und so neue Sachen auszumachen ist für mich immer relativ schwierig, weil ich sehr, sehr wenig Zeit habe. Aber prinzipiell, wenn das irgendwie klappt, so mit vielleicht mit Discord oder da gibt es ja einen Eigenwerbungs-Channel und wenn ich da dann so aufmerksam werde vielleicht, ne, dann kann da bestimmt was passieren. Spielst du Pokémon? Nein, I'm sorry. Wie bist du darauf gekommen, YouTube zu machen? Ich habe schon richtig lange vor, YouTube zu machen. Schon seit 2012 oder so habe ich mir das quasi gewünscht, aber ich hatte nie die Mittel, sprich einen guten PC. Und ich habe mir schon so übel lange so Videos angeguckt darüber, wie man Verschiedenstes macht. Ich wusste quasi alles im Prinzip schon vorher, musste nur alles nochmal wirklich dann auch praktisch erleben. Und als ich dann halt endlich den PC hatte, dann habe ich durchgestartet. Welcher Champion Paladins gefällt dir vom Design her am besten? Grover, Leute, der ist ein fucking Baum und das ist mega heftig. Zockst du noch LOL? Nicht mehr, nein. Kann man in Zukunft auf einen Spendenlink oder auf Streams hoffen? Ich kann nicht streamen, Leute. Also wenn ich zocke und streame, dann leckt es hart. Das heißt, ich könnte, wenn schon, so Reaction-Streams und so machen, aber da habe ich eigentlich nicht so Bock drauf. Was ich mir mal überlegt habe, mal in einem Stream ein Video zu schneiden. Ich fand, das war eine lustige Idee. Was haltet ihr davon? Oh, ein Spendenlink. Das ist so ähnlich wie das Postfach. Da habe ich eigentlich nie drüber nachgedacht und nie erwartet, dass irgendjemand sowas fragt. Und actually, ihr braucht mir nichts spenden, Mann. Ihr könnt die Videos gucken, ihr könnt die liken, ihr könnt abonnieren, ihr könnt auf mein Discord kommen. Das ist vollkommen enough. Ich brauche kein Money von euch. Zumindest momentan nicht. Was ist deine Lieblingslegendäre von Makoa? Ist Koga für dich die beste Flanke oder sogar zu OP? Manchmal ist er actually sehr OP, aber die beste Flanke ist die, die der Flankierspieler am besten spielen kann. Und da kann man dann mit jeder rasieren. Welchen Charakter kannst du besonders empfehlen? Es kommt darauf an, welchen man am besten spielen kann. Ich kann keinen besonders empfehlen, aber ich finde, Inara ist ein relativ einfacher und sehr starker Tank. Ich fange mal wieder nach 3 Jahren mit Paladins an und ich wollte fragen, ob es sich lohnt oder ob das auch so verschwitzt ist wie andere Games. Es lohnt sich definitiv. Also es gibt natürlich übelst die Schwitzer und auch Flamer und so, aber das ist, also es ist noch playable. Es ist wirklich actually noch playable. Was ist dein Lieblingsfilm? Das Star Wars Universum hat mich schon immer eigentlich fasziniert. Sci-Fi und so, ist einfach mega nice und wenn dann so ein krasser Kinofilm ist und du hast diese Sci-Fi
Space-Schlachten und so ist mega geil, aber da feiere ich die Story in letzter Zeit halt irgendwie gar nicht. Ich finde, Disney macht da voll den Scheiß. Aber es ist trotzdem ein Film, den man sich gut angucken kann, finde ich. Schon allein einfach, weil die Technik heutzutage so geil ist, dass man so ein nices Feeling vermitteln kann. Hast du vor, Geld für Paladins auszugeben? Nein, habe ich nicht. Also ich gebe eigentlich nur Geld für Videogames aus, wenn es halt ein Vollpreistitel oder so ist. Was wünschst du dir noch im Zusammenhang mit der Community? Dass sie bleibt, wächst und so cool bleibt. Kannst du mal was von dir erzählen? Was soll ich denn erzählen, Mann? Ich mag gerne Kakao. Was ist dein Lieblingsdenkflanke und dann generell dein Lieblingscharakter? Guck mein Top-Champion-Videos, da habe ich das gesagt. Aber actually change das die ganze Zeit. Tank, Inara momentan, Flanke, Koga momentan, Unterstützung, Saris momentan, Schaden, Bomb King momentan. Wer ist besser, Inara oder Makoa? Für mich Inara. Hast du ein Ziel, was du in Paladins erreichen willst, zum Beispiel Ranked oder Level? Nein, gar keins. Warum bist du so geil? Ich weiß es auch nicht. Wie findest du Saris und wer ist deiner Meinung nach der beste Heiler? Ich finde, Saris ist ein guter Heiler, den ich persönlich auch ganz okay spielen kann. Pip ist auch ein starker Heiler, der sehr nervig sein kann und der beste Heiler. Ich glaube Furia. Ich glaube Furia ist extrem stark. Wie kann man in einer Unranked to Diamond Folge? Das kann man nicht, das ist impossible. Kannst du ein Tetris-Gameplay machen? Eine Ewigkeit später. Wow. Ich bin alle Fragen durchgegangen. Das waren sick viele. Wie lange habe ich aufgenommen? 20 Minuten. Fuck. Okay, Freunde, dann soll es das gewesen sein. Ich habe mir überlegt, vielleicht kann man ja immer wieder so Hashtag FragKPI machen. Das heißt, wir lassen den Hashtag einfach offen. Ihr könnt immer Hashtag FragKPI unten reinschreiben und dann eine Frage. Und dann kommt das vielleicht mal in einem Video, wenn genug zusammenkommen. Dann soll es das jetzt gewesen sein. Nochmal herzlichen Dank, Leute, für die 1000 Abonnenten. Und dann war es das jetzt schon angedacht. Träumt euch eine gute Nacht. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut, Leute. Und ciao, ciao.